Hallo, hallo, hallo. Heute gehen wir wieder voll in Enshrouded rein. Vielleicht kommt Manie noch dazu. Mal kicken. Und... Ja. Oh. Okay, also machen wir hier unten weiter. Ey. Plündererlager. Genau, da wollen wir jetzt hin. Und zwar die... wir wollen den großen... Oh Gott. Eimer nach uns holen. Damit, so wie ich gelesen habe, wir den Backofen herstellen können. Und damit können wir dann irgendwie den... wie heißt er gleich noch? Hier so ein Bienennest können wir dann bauen. Also da freue ich mich schon drauf. So. Oh Gott. No. So. Oh. Sutras Rast. Okay.
So. Okay. So, was haben wir denn hier noch? Das ist Athlet Bash. Okay. Oh. Blutkrieger. Okay, Blutorb. Moinsen. What gate? Willst du denn? So. Hallihallo, Kenkuro. Nix, schön, Schillimilli. Ja, ich auch. Ich warte, dass Mani online kommt. Und ja, ich hab aber ein paar Yucca-Palmen gepflanzt. Das sieht richtig nice aus. Oh, und ich habe gestern hier, wie heißt das? Ein paar Türen gebaut. Alter, es ist einfach so übertrieben. Oh, warte. Ich zeig noch eine normale Tür im Vergleich. So. Alter, also das Spiel ist mega, was das Bausystem angeht. Also. Wir haben eine normale Tür. Dann gibt es noch Doppeltüren. Dann gibt es eine Grufttür, die finde ich schon geil. Und das Schlimmste ist eigentlich das hier. Das ist eine riesige Grufttür. Das ist voll geil. Im Vergleich zu der normalen Tür. Und dann hast du die. Ja, ich bin eher für die hier. Für die große Tür. Weil die, da kannst du wenigstens noch einigermaßen drumherum bauen. Die ganz. Also eine Idee war noch. Hier, wie heißt das? Das. Die Eingangstür kommt, dann kann man hier runter. Und dann ist die riesige Eingangstür der Eingang zur Gruft oder sowas. Also wirklich. Oder zur eigentlichen Basis. Dann hat man hier eine Kathedrale oder sowas. Oder ein Herrenhaus mit normalen. Die ganz große fürs Klo. Na, okay. Wenn man mal ganz groß macht. Ja, ich glaube nur nicht, dass man das irgendwie gut einbringen kann.
Ja. Man könnte da sogar über 3 Stockwerke durchlüften. Das wäre aber auch eine geile Idee. So, warte. So. Ja, man könnte über 3 Stockwerke, Erdgeschoss, erstes OG und zweites OG, könnte man lüften. Ja, die Idee ist da, fehlt nur die Umsetzung. So, eine Idee war jetzt noch. Ja, das bis jetzt ist alles zum Glück nur einfache Tests gewesen. So, guck mal. Und jetzt... Ups. Das dürfte cool aussehen, oder? Wenn man dann das noch so macht. Und dann von der Rückseite. Einfach so halbkreisförmig dann da reingeht. So, und die andere Idee, die ich hatte, war... Hier mit den Figuren. Wo sind sie? Wo sind sie? Hier. So.
So. Und dann hier so eine Reihe an Rüstungsständern lang. El Momento. So. Wir sind hier hinten bei dem, bei der Farm Immergrün. Weil ich fand, zum einen ist hier eine coole Menge an gerader Fläche. Die Bäume hier sind geil. Und was ich auch nice fand, war... Wo ist er? Sind da jetzt Bäume vorgewachsen? Ah, ne, ja. Und du hast hier eine coole Aussicht auf diesen verfallenen Turm. Das fand ich auch geil. Ich hier? Ah. So. So. Nein, 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 nein. Also hier. Nice. Der Überblick ist richtig nice. So, aber wir könnten mal gucken, ob es hier die Note gibt. Ja, also eine Idee von mir war auch noch... Moment.
So. Hier. Die Region hier finde ich auch nice. Schwarzmoor. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber die Region finde ich auch nice. Entweder das oder, woran ich auch denken musste, war... So, Schreiner. Wenn man nämlich Eisen freigeschaltet hat, kriegt man diese runde Türen. Also da könntest du eine Ewok-Siedlung inklusive Dingenskirchen, eine Hobbit Siedlung bauen. Und vor allem, was auch geil ist, dass du hier Laubwerk abbauen kannst, damit du das platzieren kannst. So. Ja, auf jeden Fall. Ich find's auch geil, dass du hier diesen Leuchtstein abbauen kannst. Damit du damit indirekte Beleuchtung machen kannst. Oh. Dankeschön, Känguru. Ja, so.
Wir laufen immer tiefer. Ah. Hallo, Dude. Hey. Kann man die hier eigentlich irgendwie mit Nahkampfangriffen töten? Nice. Ja, ich bin immer weiter nach unten gelaufen, also hat das ja irgendwie gepasst. Okay, aber eigentlich wollte ich die gar nicht suchen. Oh. Oh, die Irrwurzburg zu renovieren. Das dürfte auch sehr geil aussehen. Ich glaube, das wird richtig Arbeit. Vor allem, ich weiß nicht, gibt es eigentlich für alles die Baumaterialien? Dass man das auch selbst bauen kann? Oder muss man Glück haben, dass die Steine dann auch passen? Weil was ich ein bisschen schade finde, ist zum Beispiel, dass man sowas hier nicht bauen kann. Oder sowas hier.
Weil dann würde ich sowas zum Beispiel auch wieder gerade machen und so weiter. Auch das hier, dass man sowas nicht bauen kann, finde ich ein bisschen schade. Oh. Nice. So. Oh, eine Wüstenstadt willst du auch noch bauen? Ja, ich finde das zum Teil ein bisschen problematisch, dass du so übertrieben lange brauchst für das Ressourcensammeln. Und wir haben jetzt hier den Ressourcenkram schon auf 200% gestellt. Cool. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich habe ein Auge auf dich geworfen. Ich habe einmal einem waschechten Zyklopen direkt ins kugelrunde Auge geblickt. Versammelt euch um das Feuer und lauscht dieser schaurig schönen Geschichte. Ich spielte eine meisterhafte melancholische Melodie am Hof von Vorgoth, die sein Herz zu rubinroten Erdbeerwein schmelzen ließ. Der Hauptunterhalter des Festes war jedoch nicht ich, sondern ein gezähmter Zyklop. Er lag in Ketten und wurde mit den gleichen heißen Kohlen, welche unsere Schweinebraten und unsere Haselnusskronkranz wärmte, zum Tanzen angetrieben. Armes Ding, dachte ich, während mir der Kopf vom Wein schwirrte. Während alle schliefen, nahm ich meinen neu gewonnenen Mut zusammen und schlich mich mit einem Dietrich in der Hand in das Quartier des Bestienmeisters. Als ich den Riesen befreite, starrte er mich mit einem Blick an, der schrie, ich habe ein Auge auf dich geworfen, bevor er ein Loch in die Kerkerwand sprengte. Dass ich nicht wieder an den königlichen Hof eingeladen worden bin, ergibt sich wohl von selbst. Nice.
Das Teil sieht echt nice aus. Okay, cool. Oh, for fuck's sake. Ja, das dachte ich auch gerade. Ich dachte, das wäre ein bisschen kleiner.
Oh. Oho. So, kleinen Moment. So. Ja. Oh, 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 oh. Was sind das für Töne? Oh. Cool. Keine Angriffe? Okay, super. Okay. Eine Nachricht oder ein Albtraum? Eine einsame Gestalt kam in die Taverne, als ich sie gerade schloss. Sie bat darum, sich zu mir zu setzen und ein Getränk mit mir zu teilen. Und erzählte mir von einer unerschlossenen Ressource unter der Erde. Wenn wir tief genug graben, sollen wir ein neues Potenzial für die gesamte Menschheit freisetzen können. Klingt interessant. Oh, nice. Oh. Das war easy. Jo, viel Spaß im Lurk. Oh Gott.
nerv nicht rum. Ach, da. Hehe. Oh Gott, wie viele sind das gewesen? Ich glaube nämlich, die Polsterung schalten wir erst dann frei, wenn wir die Quests weitermachen. Also zum Beispiel hier der Eimer nach. Plasmapresse. Der Sammler hat den Standort der Halle. Okay, einer. Altar deaktivieren, jo. So. Gucken wir hier ein bisschen hier oben. Das schon Lapis. Nice. Also werden wir uns das Lapis annehmen. Und eigentlich müssen wir auch noch Schwefel holen. Oh. Dann holen wir uns hier so ein bisschen Schwebel. Oh Gott, ist das wenig.
So, und bald sollen wir dann genügend Lapis haben. Erstellen. Oh. Viel zu wenig. Ha. Neun. Ah. Hier ist genügend. So, Schwefel, aber ordentlich. Ja, wir haben genügend. So. Hier. Okay, was fehlt denn jetzt noch für die Flamme? Steck die Flamme. Oh. Yucca-Frucht, Eisenerz, Funken und Safran. Yucca-Frucht ist easy. Wir können einfach hier die Bäume abreißen. Zum einen kriegen wir dann ein nices Palm.
Oh, no. Wir haben Tomaten aufgesammelt. Oh. So. So, jetzt fehlt uns wahrscheinlich nur noch Funken, Safran und Eisenerz. Eisenerz ist total easy, Funken wird kompliziert. So, dann sammeln wir mal Safran. Thank you.
Gott. Die Viecher sind echt nervig. Ödlandblume. Okay. Safran. Alter, ist Safran so selten? Da ist noch was. Ey. Ich will doch nur Safran finden. Ah, Safran. Noch mehr Safran. Nice. Thank you.
Gibt es hier irgendwas im Inneren? Nö. Shrouded Nitrat. So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch Funken und Erz. Erz ist übelst einfach, deswegen kümmern wir uns da erstmal nicht drum. Funken. So, dann sammeln wir ein paar Funken. Oh, 4.
da müssen wir hin. So. Und dann geht's hier runter. No. Es kam bei Nacht. Sie wälzte sich wie eine Flutwelle über unseres Versteck. Schäumt und donnernd. Wir schlugen Alarm und versuchten, die Lieferung zu retten. Inmitten der
der Aufregung blieb Renault, wie erstarrt stehen und starrte nur auf die Wolke, die auf ihn zukam. Da griff die Dismas nach ihm, schüttelte ihn, versuchte ihn aus der Gefahr zu zerren. Beide wurden mitgerissen. Erin schwang sich an mir vorbei und griff nach einer der Truhen. Ich drehte mich um und rief ihren Namen, als sie wieder hineinrannte. Sie war wie besessen und antwortete nicht. Ich hörte erst auf zu rennen, als meine Beine nicht mehr mitmachten. Nett. Schmugglerversteck. Jetzt sind das schon vier. Alter. So, dann holen wir uns noch die Wurzel. Eine Figur auf der Straße, bei den Erbauern, während des Regens in der letzten Woche bot sich meinen Augen ein höchst rätselhafter Anblick. Eine vermummte Gestalt auf der Straße nach Irrwurzburg, die wie ein Gespenst aussehen. Schwebte sie wirklich über dem Boden oder betrügt mich mein Gedächtnis?
Jo, zwei davon. Okay, aber die sind ja easy going. Oh, alle Miasma-Wurzeln im Düsterdickicht befreit. Oh, noch 8. Nice. So. Ah ne, die hatte ich schon. Hatte ich den schon? Ah, da. Nein.
So, jetzt brauchen wir nur noch 40 Eisenerz. Und dann können wir die Flamme nochmal upgraden. Das passt ja super. So. Hallo. Hi. Hi. War doch ein bisschen weniger als 5 Minuten. Ja, alles gut. Ich bin auch mit meiner Vorbereitung komplett fertig. Sehr gut. Komme ich ja zum perfekten Zeitpunkt, was? Ja. Wunderbar, das wollte ich hören. Achso, ich hole mir noch mal ganz kurz was zu trinken, weil ich habe bis jetzt eine Tasse Kaffee getrunken. Ja. Ich hatte keine Zeit und so. Ich bin gleich wieder da. Junge. Wieder. Willkommen zurück. Oh Gott. Oh. Was wird das?
Achso, das ist nur ein Test, wie hoch ich die Flagge aufhängen muss. Achso, okay. Also da muss leider noch ein Block oben drauf, dann hat man die Höhe des Gebäudes. Wow. Hast du auch die Tür gesehen? Ja, ich habe sie in deinem TikTok-Video, was unfassbar gehakelt hat, gesehen. Ja, ich weiß nicht warum, das ist auch nur das. Ja. Hast du dir neue... Hallo! Neue Freunde gebastelt? Ja, das... ich nicht da war, damit du Leute zum Unterhalten hast. Ich meine, wir haben auch NPCs, die du nehmen kannst. Du musst nicht unbedingt eine Holzpuppe nehmen. Achso, nee, die Idee ist es... warte. Du siehst aus wie eine Blechbüchse. Oh ja. Aber, vielleicht dann doch eher, warte. Und dann hier so eine... mit den ganzen Rüstungen, irgendwie so eine Eingangspunkt. Ja. Und dann hast du dieses riesige Tor. Das wird aber noch weiter nach vorne gesetzt, denke ich. Ja, und dann hängen die Flaggen von oben runter. Was genau soll das hier hinten werden? Also eine Idee war, man baut hier einfach eine normal große Kathedrale hin, ohne diese große Tür. Also so eine Kirche in der Art. Und dann ganz am Ende geht es dann hier irgendwo nach unten. Und der Zugang zur Gruft wird durch diese Tür dann gewährleistet. Wie tief willst du graben? Ja, das ist die Frage. Okay, ein einfaches Ja hätte gereicht, dann hätte ich schon verstanden. Ja, so, ich habe jetzt alle Materialien zusammen, um die Flamme auf Stufe 6 zu bringen. Nice. Und damit haben wir sie maximiert. Hm. Nice. Voll cool. Ja, weil die bringt immer irgendeinen Bonus. Ja. Oh, ich habe wieder neue Punkte verfügbar. Das hätte ich gerne vorher gesehen. Achso, ja, das könnte dran liegen, weil ich immer wenn ich unterwegs war, habe ich diese Elixierbrunnen gemacht und die zählen, glaube ich, für alle. Nur die Miasma-Wurzeln zählen nicht für alle. Schön, jetzt habe ich 9 Punkte in Intelligenz. Ich bin voll intelligent. Warte. Ich habe 5. Ja, aber dafür hast du auch 14 in Stärke. Bei mir teilt sich das total auf. Ich hab 7 in Konstitution, 7 in Willenskraft, 5 in Kondition, 5 in Stärke, 5 in Geschick und 9 in Intelligenz. Ja, die 5 kommen durch die Flamme übrigens dazu. Ah, okay. Hä, aber warum habe ich... Achso, ja, weil ich vom Level her noch viel niedriger bin. Ja. Ja, ich muss, glaube ich, mal den Heilerbaum auch noch ein bisschen höher gehen, weil da gibt es auch noch 1-2 Mal Intelligenz dazu. Ich weiß gar nicht, was macht Willenskraft nochmal. Kann ich das nochmal nachgucken? Gute Frage. Kann ich dir so aus dem FF nicht sagen. Ach da. Erhöht das Mana. Ja gut, ist auch nicht so schlimm, aber ich hätte halt lieber mehr Schaden, weil ich mache halt echt nicht so viel Schaden, ne? Sind hier auch noch Intelligenzpunkte? Da ist noch einmal Intelligenz, aber bis ich da hinkomme... Naja, erstmal muss ich ein bisschen leveln, quasi. So, was steht an? Ja. Moment.
Also, wir könnten als erstes den Alma nachholen. Mhm. Weil ich glaube, der hält uns aktuell auf für den weiteren Fortschritt mit den anderen NPCs. Ja. Gleichzeitig machen wir da, glaube ich, noch drei weitere Quests. Ich wollte gerade sagen, da unten sind auf jeden Fall schon mal zwei. Karawanenüberfall und Plündererlager. Ja, und dann gibt es da noch das Notenblatt und den Almanach. Also Moment, werden mir gar nicht angezeigt. Also ich habe die Quest. Also zumindest das mit dem Almanach. Ach so, das ist das Plündererlager. Ja, genau. Okay, I see. Und was wir noch machen können, wäre die Halle der Erloschenen. Ja. Wir können ist das noch wieder ein Dungeon? Ja. Mhm. Wir können noch so eine Warte freischalten. Ja. Ja, und das war's eigentlich. Sollen wir dann zuerst die drei Quests machen? Können wir gerne machen. Ich habe mich hier mal direkt vor der Haustür geparkt. Und das ist eine sehr gute Idee. Hast du den mit Heilzaubern angegriffen? Das ist kein Heilzauber. Oh. Das ist, macht Schlagschaden. Wie das? Aber ich glaube, Feuer oder Eis ist hier definitiv effektiver. Oh ja. Hey. Immer auf die kleinen Dicken. Das Problem ist, bei den Menschen brauche ich Eis und bei den Hunden brauche ich Feuer. Okay. Ich gehe einfach auf alles mit Feuer. Wow. Wowi. Wir sind wieder am Eingang. Was eine Abkürzung. Was? Oh. Achte auf den Krippenbedarf. Elias, ich beachte, dass die Kiste mit den Aufschriften Krippenbedarf tatsächlich mit Waffen für die Rebellenarmee des Auftraggebers gefüllt sind. Die Wachen sind uns dicht auf den Fersen. Ich habe die Waren vergraben und die Stelle markiert. Heutzutage darf man kein Risiko eingehen. Einige von ihnen enthalten starken Sprengstoff, sei also äußerst vorsichtig. Wir wollen unsere Versteck nicht verraten. Verhalte dich ruhig, ja? Dafür können wir unsere Köpfe verlieren, Benny. Okay, habe ich es da hinten wahrscheinlich gerade in die Luft gesprengt? Hm. Sieht ganz danach aus. Was war das denn? Hm? Hier ist was explodiert. Was lässt du auch die Sachen explodieren? Ich war das nicht. Hm. Ich bin unschuldig. Also ehrlich mal. Sollen das jetzt? Oh. Der furchterregende Drache. Ich sag die Wahrheit, aber sie wollen mir nicht glauben. Der Drache ist echt. Ich sah ihn, als ich am Rand unseres Territoriums herumschlich, um Schnaps zu plündern. Als ich ihn die Höhle stolperte und seinem grimmigen Blick begegnet. Die Augen loderten. Mit einem beängstigenden Glühen drehte ich mich wie ein Wirbelwind um und rannte davon. Die anderen lachen mich aus und spucken mir dabei glatt ins Gesicht. Klar, auf der Reise habe ich mir ein wenig Selbstgebrautes eingeflößt. Na und? Das hat nichts mit der Entdeckung zu tun. Finden wir hier einen fucking Drachen?
Oh. Es hat geklappt. Quest aktualisiert, Notenblätter. Nice. Oh. Ah. Niemand überlistet mich. Thor kam gestern Abend von seiner Erkundungsmission zurück. Er warf mir diese staubigen Beutel mit Schriftrollen zu und sagte, das sei alles, was sie erbeuten konnte. Ich kenne diesen Idioten gut genug, um zu wissen, dass er lügt, wenn er den Mund aufmacht. Ist ja schon irgendwie störend, wenn die einen ständig angreifen. Oh ja. Mein alter Freund hat selbst einen Schatz eingesteckt, aber ich werde ihn nicht verpfeifen. Stattdessen werden wir den Almanach der Matronen als Tribut verschenken. Und den Schatz nun, den wir Thor teilen müssen, was auch immer er im Zelt von Königin Jasmina erbeutet hat, wird er wohl an seinem Lieblingsplatz versteckt haben. Nach all dieser Zeit hat er immer noch kein besseres Versteck gefunden als die Spitze des alten Wachturms. Wachturm? Oh, leider nicht. Oh. Man hört hier nur diese blöden Wölfe überall. Mm. Oh, ich glaube, das da hinten ist der Wachturm. Ja, das sieht sehr verdächtig aus. Verbrechen von Suras Rast. Carlos, ich habe deine Nachricht erhalten und das gerade noch rechtzeitig. Die Patrouillen hier unten kontrollieren jede Lieferung gründlich. Die Gerüchte über den Umbra-Krater sind falsch. Erst gestern wurde ein Mädchen begraben, das oben in Suras Rast ermordet wurde. Aber mir ging es genauso, als ich mit dir auf dem Markt sprach. Ich war fasziniert, inmitten all der Verbrechen in deiner Heimat einen normalen, anständigen Menschen zu finden. Von Erpressung über korrupte Gerichte und Polizei bis hin zu weit verbreitetem Betrug hört man von allem. Vielleicht sind wir beide nur Opfer jahrzehntelanger Missverständnisse. Sind wir uns nicht eigentlich so ähnlich, du und ich? Von Herzen, Emma. Oh. Oh Gott. Ach, wie ich die Viecher hasse. Die sind schlimmer als Endbosse. Wer? Die Grünen. Hm.
Alter. Und dann geben die noch nicht mal richtig guten Loot. Oh, du hast Ratten entdeckt. Mhm. Nein. Bims eins runtergefallen. Okay. Bin ich gestorben? Oh. Ups. So schlimm? Mhm. Oh. Ja, ich habe vielleicht eh gedrückt gehalten und dann lässt er den Anker ja sofort wieder los. Oh, okay. Das ist halt zweimal so kurz hintereinander, verträgt mein Charakter jetzt auch nicht so wahnsinnig super. Aber ich bin auf der Decke. Auf dem Dach. Und es gab einen Hürdenstab des Donners. Oh Gott. Plünderer, Arena, Karawanenüberfall, Krimbedarf. Oh Gott. Hier läuft Hilfe. Irgendwo eine fette Mutter rum. Oh ja. Ey. Den Upsi. Ja, das ist der Kack mit den Müttern, die sprengen sich in die Luft. Hm. Weißt du, die Info wäre vorher schöner gewesen. Aber jetzt weiß ich es ja fürs nächste Mal. Sorry. Ach, gar kein Problem, du. Bitte. Fantastisch. Willst du noch dein anderes Grab holen? Ach ja. Mhm. Okay. Dann gucke ich mal, was hier im... Oh. Au. Ja,
wie geht's eigentlich mittlerweile deinem Bein? Also es tut nicht weh, aber ich schick dir mal eben ein Bild. Okay. Ich denke, die Stelle wirst du auch sehen, die werde ich nicht markieren müssen extra. So schlimm also. Oh, holy shit. Du hast da so eine kleine Beule. Mhm. Oh, ich habe ihn Karl getauft. Aber er taucht nur auf, wenn ich das Knie anwinkel. Ansonsten ist Karl ganz unsichtbar. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut sein soll oder schlecht. Ach shoot, wir haben da unten noch mehr Quests, ne? Ja. Oh Gott, der ist ganz da oben. Verdammt. Okay. Nein, Hilfe. Bist du wieder gestorben? Ja. Yep. Ich bräuchte wahrscheinlich auch mal so einen Death Counter. Ja, ich versuche mal wieder zurückzukommen. Riesiger Kackehaufen. Kupfermine. Und bist du gesprungen, ohne Ausdauer zu haben? Was? Nee, ich wurde angegriffen. Da ist wieder dieses Vieh mit den grünen Schwertern. Warum denn? Und Bombenwerfer. Oh, super. Habe ich nur so mittelmäßig überlebt. Haben sich hier wieder alle Mobs regeneriert oder was? Nee, ich bin oben bei der Quest mit diesen Krippengedöns. Oh. Es ist nicht nur ein Bombenwerfer hier. Schön. Bitteschön. Mal.
werden sie aber frech hier. Ja. So. Cool. So, jetzt nur noch Karawanenwirbel. Ja. Moment, wo ist die Quest? Da. Okay, das sieht hier irgendwie enttäuschend aus. Oh. Nice. Wo war das denn? Ich war hier schon unterwegs. Hier oben. Oh, da oben. Yep, du hast hier, warte, schau mal. Du hast hier so ein Brett und da oben ist ein Haken. Wow. Mhm. Und da war eine Truhe. Nice. Yes. So, damit haben wir hier alles abgeschlossen. Ja. So, dann gehe ich erstmal nach Hause und leere mein Inventar, weil das ist schon wieder fast voll. Ja. Und dann musst du einmal den Block platzieren, damit man sich den angucken kann, weil der sah cool aus. Oh ja. So. Wo darf ich den denn hin platzieren? Wo hast du deine Teststrecke? Ja, ich habe immer... Wo gerade Platz war, hingebaut. Okay, cool. Warte. Wo ist denn hier? Da. Ja, ich gehe mal schlafen. Oh. Das ist was für ein Block? Kalkstein. Aber warte mal. Euren, ja. Werkbank. Ah, Kalksteinblöcke. Was ich aber so cool fand, war beim Schreiner, was da noch zusätzlich freigeschaltet worden ist. Hast du die geheime Kellertür? Ah, die macht man mit Kalksteinblöcken, aber die sieht irgendwie cooler aus als... Okay. Irgendwie schon. So. Ich würde mal eben mit Emily Frey schnacken. Mach das. Bist du irgendwo in der Nähe? Ah, da. Almanach zurückgebracht. Mein großer Almanach der Pflanzen und Setzlinge. Wunderbar. Es ist ein bisschen schmutzig, aber schon in Ordnung. Es macht mir nichts aus, mir die Hände schmutzig zu machen. Dann wollen wir mal etwas anpflanzen. Ich bräuchte einen Knopf, wo ich in alle Truhen gleichzeitig einsortieren kann. Oh ja. Oh, nur weil ich den Almanach gepflanzt habe, sind ein paar Quests aufgegangen. Ja, ich sehe, es tickt bei mir gerade runter. Oder so. Hoch.
rauchig und süß. Das Leben ist in letzter Zeit ziemlich langweilig. Wenn wir eine Imkerpfeife hätten, könnten wir einen Honigbienenstock herstellen und damit all den Tag versüßen. Bevor ich meine Heimat in Bruchshafen verlassen habe, bestellte ich eine Imkerpfeife und etwas herrlichen Honig. Aber meine Lieferung ist nie angekommen. Vielleicht könntest du für uns danach Ausschau halten. Nice. So, ein Labor zur Heilung. Du kennst mich vielleicht als Alchemist, aber ich bin ebenso ein Gelehrter. Mit ein paar wissenschaftlichen Instrumenten könnten wir ein Labor bauen und bessere Heilmittel herstellen. Eine Freundin von mir, Lorraine Krim, hat die Obelisken der Erbauer im Osten studiert und dazu bestimmt wissenschaftliche Instrumente verwendet. Sie würde sie uns sicher leihen. Die sind wahrscheinlich alle schon seit Jahrhunderten tot, also das interessiert doch eh keinen mehr. Oh, Webstuhl für gepolsterte Rüstung. In der Wildnis kann jeder Atemzug dein letzter sein. Mit gepolsterter Rüstung würde es uns besser gehen und ich könnte mit einem Polsterset welche herstellen, wenn ich einen Webstuhl hätte. Hier sind meine Informationen. Die besten Weber kommen aus Ost-Lapis und die Stadt ist vom Krieg weitgehend verschont geblieben. Stell keine Fragen, Informationen waren in meinem früheren Beruf von höchster Wichtigkeit. Ich kenne den genauen Ort nicht, aber die Weberhütte ist mit vielen Bannern geschmückt. Uha. Wie sieht das denn? Oha. Oh mein Gott. Fast außerhalb der Map. Ich finde das Magier-Outfit richtig gut. Mach mal deinen Helm an. Oh ja, das sieht richtig gut aus. Hier, hast du eigentlich mal in die zweite Truhe hier reingeguckt? Oh, ich brauche 9 Bernstein und 8 Kohle. Wofür? Dann kann ich mir einen ewigen Feuerball machen. Mhm. Und was fehlt dir? 9 Bernstein und 8 Kohle. Ah, okay. Ja, Kohle könntest du einfach anhauen. Bernstein kann ich gleich eben holen. Das wäre voll cool. Weil dann habe ich nicht mehr das Problem, dass ich kein Feuer mehr zum Verschießen habe. Ich brauche Holzscheite. Warum nimmt der die nicht? Wir haben doch noch Holzscheite, oder? Ja, du musst einfach nur oben die Zahl drücken, oder nicht? Kann ich nicht. Steht auf 0? Wahrscheinlich haben wir eher keine Erde als Holzscheite. Okay, dann gehe ich Erde graben. Ja, ich würde es aber nicht auf unserem Gebiet machen. Nö, ich laufe schon weg. Beziehungsweise ich teleportiere mich in unser altes Startgebiet. Achso, du hättest einfach nur außerhalb der Grenzen laufen müssen. Nein, nein. Das ist ja immer noch bei uns in der Nähe. Wir könnten ja rein zufällig daran vorbeilaufen und dann sieht es ja häslig aus. Das wollen wir nicht. Naja, sobald der Server heute Nacht um 2 Uhr durchgestartet wird, ist das alles wieder zurückgesetzt. Das tut gar nichts zur Sache. Okay. Wo ist der Kackmineneingang? Da. Oh.
So, Bernstein ist vorhanden. Danke. Bitte, bitte. Ule ist gerade in Arbeit. Nice. So, dann könnte ich mal gucken. Ich glaube, den ewigen Heilzauber haben wir nämlich auch schon freigeschaltet. Ja. Dafür brauche ich Lapis Lazuli, Aloe und Kamillentee. Hm. Und einen ewigen Säurebiss. Dafür brauche ich nur noch 10 Glas. Ja, für Glas brauchen wir auch Dingenskirchen. Ja, da brauchen wir auch noch das Labor für. Ah, das... Oh, ja. Ich komme gleich wieder. Okay. Zuschauer, willkommen zurück. Läuft dein System nicht so performant, wie du es gerne hättest? Oh, verdammt, kein Knochenmehl. Oh, andauernd Abstürze. Wie schnell ist dein Arbeitsspeicher denn eingestellt? Das war nämlich mal ein Problem bei mir. Das hört sich ja eher danach an, als ob der CPU Schrot wäre. Angeblich nicht mit dem... Oh. War da nicht irgendwas unter Windows, dass du den beim Umbau deines CPUs... Ich bin da der Meinung, ich glaube, du musst da den TPM zurücksetzen. Wieder da. Willkommen zurück. Danke. Ich freue mich schon, wenn ich von jedem Zauber das Ewige habe. Ja, glaube ich sofort. Der macht sogar noch bedeutend mehr Schaden.
Ja, ich glaube, das ist die letzte Quelle. Fehlerquelle, Machine Checked Acceptation. Cache Array. Das hört sich echt hart nach einem CPU-Error an. Das wäre nicht so gut. Und hallo Zuschauer! Nee, auf jeden Fall nicht. Ich komme hier rein und alles ist wieder kaputt. Oh. Oh? Oh, das erklärt einiges. Wo, wie, wo, was, hä? Es gibt zwei verschiedene Heilzauber. Einen kannst du auf dich selber wirken, den anderen nicht. Ja. Ja, danke, das wusste ich nicht. Ich auch nicht. Ah, perfekt. Ja, ich brauche übrigens Zeug. Ich brauche auch Antiseptum. Und Zinnbaren. Antiseptum. Können wir leider noch nicht herstellen. Also können. Wie viel brauchst du denn? Zehn. Ah. Das wird leider problematisch. Aber Zinnbarren. Damit kann ich dir weiterhelfen. Warte mal, ich habe noch die alten Handschuhe. Wie konnte das denn passieren? I don't know. Es gibt was Besseres für mich. So. Glaube ich. Oh ja, definitiv. Moment. 39, 39. Auf jeden Fall läuft er jetzt länger als gestern. Sobald wie ich den Stream gestartet hatte, hielt das nur wenige Sekunden. Das hört sich alles übelst komisch an. Jetzt habe ich auch die richtigen Handschuhe, die zum Set gehören. Die nächste Stufe ist dann das Erzmagier-Set, was ich gerne machen würde. Dafür brauche ich aber Polster und dafür brauchen wir erst das, was wir eben an Quest freigeschaltet haben, richtig? Genau. Oh. I need it. I need it. Wait a moment, ich hole dir gerade Aloe. Hey, wenigstens hat Zuschauer mich dieses Mal Manni und nicht Ellie genannt. Beides nicht richtig, aber immerhin kommen wir dem originalen Namen schon mal wieder ein bisschen näher. Fortschritt. Mhm. Ja, so. Witzigerweise muss man für das BIOS-Update TPM deaktivieren. Das habe ich gemacht und dieselbe BIOS-Version aufgespielt. Ja, ich vermute, dass in dem TPM-Cache noch irgendwas drin steht. Von deinem alten CPU. So, 10-mal Antiseptikum wird hergestellt. Dankeschön. Bitte, bitte. Ja, aber kann er nicht... Erwartet er dann nicht irgendwelche Sachen aus von deinem CPU, aber da kommt eine falsche Seriennummer, deswegen crasht er weg? Hätte ich jetzt gedacht.
Aber solche Fehler hatte ich noch nie, deswegen kann ich es halt nicht sagen. Ich habe immer den BIOS vollständig zurückgesetzt und dann den neuen CPU eingebaut. Guck mal, hier schweben Knochenstäbchen. Oh, cool. So, wir müssen eben noch 2 Minuten 10 aushalten. Das kriegen. So, wie war jetzt die Quest mit dem... wo wir das Polster bekommen? Geh mal ganz nach rechts. Ja, wollen wir vielleicht erstmal die 4 Quests oder 4 oder 5 Quests, die davor sind, machen? Ja, wir können auch einen Dungeon machen. Oder so, dann machen wir einen Dungeon. Ah, okay. War dir das jetzt zu spontan, oder? Nee, ist mir Wumpe. Okay, dann leere ich mal eben mein Inventar. Ja, ich brauche eh noch ein bisschen. Ja, ich muss gerade sowieso nochmal ein paar Heiltränke machen, weil ich habe ja nichts mehr. Es sind schon 2 Antiseptikum hergestellt. Sehr gut. Ja. Mein Hund piepst rum. Normalerweise macht sie das nur, wenn Jackie nach Hause kommt, aber es ist halt absolut noch nicht an der Zeit, dass sie nach Hause kommen würde, weil die hätten jetzt erst Trainingende. Vielleicht ist sie gerast. Ja, aber das ändert ja nicht, dass in 5 Minuten erst Trainingsende ist. Oh, okay. Ja, nee, dann ist fragwürdig. Vielleicht hat da auch nur wieder irgendwas, irgendeinen anderen Hund auf der anderen Straßenseite gesehen. So, noch eben Sachen reparieren und einmal ins Bett legen. Oh ja. So, hier. Warte, lass zusammenspielen, gibt einen höheren Bonus. Bitteschön. Ich hab dir eine Harfe. Das ist doch der Song, den wir auch letztes Mal schon gespielt haben, oder? Warte, Dolch und Wein ist neu. Okay, wenn du die Harfe nimmst, nehme ich die Flöte. Hä, ich hab eine Klampfe. Ich hab dir die Harfe rübergeschickt. Ach so, ich dachte, das wäre der gleiche. Nee. Hast du deine Fingernägel gesehen? Ja. oh. Also jetzt stellt er schon einen Laufzeitrekord auf. Nice. Glückwunsch, Zuschauer. Ich drück dir da die Daumen, dass es noch besser wird.
So. Und es gibt auch noch Trommeln. Das kenne ich schon. Ist das das gleiche Lied? Ja. Das passt ja mal gar nicht zusammen. Warte. Mach mal weiter. Welches hast du denn? Mond über dem Brunnen habe ich jetzt. So, dann fangen wir mit der Quest Südliche Karawane an. Und zwar ist die... Ich dachte, wir machen das Dungeon, oder? Machen wir auch. Hast vollkommen recht, wusste ich natürlich. Wo ist der Dungeon? Ganz oben. Oh. Ach, Manu. Falsches Dungeon. Ach stimmt, wir haben ja diesen Knochenschlüssel bekommen, ne? Ja, da müssen wir hier hin. Lass mal Presse, oder? Ja, genau. Oh Gott. Ich weiß jetzt nicht, ob wir auf der falschen oder auf der richtigen Seite sind. Ja, ich glaube, wir müssen auf die andere Seite. Ja. Du willst dich doch nicht wohl einfach rübergraben, oder? Ha ha ha.
so 2 Stunden später, du kommst endlich an. Oh, ich sehe den Eingang. Ich kann dir da aber gleich einen Teleporter hinbauen, wenn du willst. Das wäre gut, weil ich habe gedacht, ich habe eine Höhle gefunden, aber es ist nur ein Loch und jetzt stecke ich fest. Super. So, gebaut. Dankeschön. Bitte schön. Das ist so krass, der ewige Eisbolzen macht 35 Schaden, der ewige Feuerball 76. Stackt er vielleicht mit irgendwelchen anderen Sachen? Nö. Nee, ich meine zum Beispiel mit Intelligenz oder sowas. Ach so, ja. Und der andere stackt mit Willenskraft. Ach so, nee, die stacken alle mit, die skalieren alle vom Schaden her mit Intelligenz. Ah. Ich verfluche dich, Flamme, dafür, dass du mir alles genommen hast, dafür, dass du meine Familie, mein Leben, meinen Status ruiniert hast, dafür, dass du mich ins Verderben gebracht hast. Ich hab Besuch mitgebracht. Wow. Den Rest habe ich selbstverständlich schon erledigt. Du darfst weiterlesen. Mein Leben liegt in Scherben, entflammt und entzweit durch ein scheinheiliges Gesetz und Einschränkung. Doch fortan werden sie mich nicht mehr binden. Ich verachte die Erbauer, ich spucke auf die Flamme. Jeder, der meinen Weg kreuzt und es wagt, einen Puls zu haben, wird zerschmettert und zermalmt werden. Euer Blut und eure Galle wird mir Wärme schenken, Darius. Klingt doch freundlich. Ja. Man kann sich unterhalten. Sarkophag wurde schon geplündert. Oh, warte mal, das wollte ich noch ausprobieren. Oh, schade. Marmor. Reparaturdingens, auch wenn es jetzt noch ein bisschen unnötig ist. Ja. Aber dank dem ewigen Feuerball mache ich jetzt dann doch deutlich mehr Schaden. Das ist richtig gut, solange du mich nicht triffst. Ist ja auch nicht so, als könnte ich dir Schaden machen. Ja. Hilfe! Ja, ich komme. Hat sich erledigt. Okay, hier ist eine Tür.
Wow, das Gute ist, mit dem Feuerball treffe ich halt bei Gruppen, was hier im Dungeon halt mega gut ist. Alle. Mhm. Ah, der Schlüssel wird nicht verbraucht. Okay, gut. Ich dachte gerade, der wird verbraucht. Weil für die Tür brauchte man nochmal so einen düster Dickicht-Schlüssel. Mhm. Oh. Und wir sollten immer nach oben gucken. Oh. Ja, toll, dankeschön. Ja, bitte. Ey. Oh. Du hast ein paar Freunde mitgebracht. Mhm. Ich dachte, die könnten mitkämpfen. Jo. Wenn man über die Knochen läuft. Mm. Wow. Mega gut, oder? Oh, ich liebe den ewigen Feuerball. Ja, du bist anscheinend ein wenig OP. Was? Dafür hink ich voll mit meinem Level hinterher. Ja, ja, was passiert erst, wenn du... Richtig Levels. Wahrscheinlich werde ich dich trotzdem nicht einholen. Naja, ich glaube bei 25 ist Stopp. Oh. Butz. Ja, hier war ja mal gar nichts. Oben ist auch nichts. Obwohl da oben ist was, ja. Ey. Oh. Warte, aus welcher Richtung kamen wir? Ich glaube, in diese Richtung müssen wir. Ja. Oha. Ja, bleib mal da oben. Der ist halt schon super krass, wenn der alle Gegner immer trifft, ne? Ja. Nur wir müssen hier die Spawner deaktivieren. Ist hier noch einer? Nö. Oh Gott. Oh, wo kommst du denn her? Draußen vom Walde komme ich hier. Ach, so viel Ektoplasma.
Oh Gott, viel zu viele Möglichkeiten. Ich gehe mal links lang. Ja, ich bin gerade ausgegangen. Und wie sieht's auf deiner Seite aus? Oh, ich bin hier gegenüber gerade. Hi. Hi. Also, ich würde gerne wieder zurücklaufen. Okay. Oh. Nice. Weil da waren ja noch mehr Truhen, Treppen und so weiter. Mhm. Oh. Und hier gab es noch was zu lesen. Hört meinen Plan, Brüder. Hör auf, mit deinem weinerlichen Zehen zu klappern und hör zu. Ich habe einen Plan, um den Segen der Flammen zurückzugewinnen und diesen schrecklichen Fluch aufzuheben. Als erstes machen wir ein schönes Feuer, einen Kronleuchter und ganz viele Kerzen. Zweitens suchen wir uns einen knochigen Schwächling, der als Kind nicht genug Milch geschluckt hat. Drittens, wir zerschlagen ihn in Stücken. Viertens, wir werfen seine traurigen, zerbrechlichen kleinen Knochen als heilige Opfergabe in die Feuergrube und tanzen, bis die Flammen uns vergibt. Wir können dazu auch etwas trillern, aber das einzige Lied, das ich kenne, ist Ode an Pigmat. Wenn ihr ein paar Lieder von diesem Baden Well kennt, macht mit. Was zur Hölle? War das nicht Ode an die Freude oder so? Ja. Au. Was ist das hier eigentlich? Ach, einfach nur Stein. Okay. Langweilig. Zu weit zurück. Nee. Von hier sind wir ja gekommen. Wir könnten hier links noch gucken und geradeaus auch noch gucken. Mhm. Und rechts auch noch. Oh ja. Hier gibt's keine Knöpfe zu drücken, schade. Ich hab dunklen Kristallwuchs gefunden. Dunklen Kristallwuchs? Hm? Okay. Eine Ansammlung von dunklen Kristallen, die zusammenwachsen. Sie reichen in verschiedene Richtungen, wie die Fingerknochen der Untoten, die sich aus ihren Gräbern krallen. Voll. Hm. Ein erloschenes Artefakt. Oh. Ja, sowas suchen wir. Das brauchen wir, glaube ich, für die Quest. Oh, cool. Ich habe Heilkristalle gefunden. Dankeschön. Mhm. Oha.
Nein. Okay. Ich hab den Knäppchen gedrückt. Oh, Fledermäuse. Ja. Und was ist... Hast du gesehen, was da passiert ist? Ja. Aber auf der anderen Seite gibt's, glaube ich, auch noch... Ja, also wir müssen auf jeden Fall springen. Okay. Ach so, Moment. In der Halle da unten waren wir gerade, ne? Ja, wir könnten aber noch nach da. Oh, hier. Hier ist was aufgegangen. Nö, okay. Oh, guck mal, die große Tür geht dann auf. Hier einfach mal stumpf alles explodiert. Was? Oh, hier müssen wir lang. Ein Zauberstab. Kommen wir hier noch irgendwo weiter hoch? Ja, wahrscheinlich müssen wir jetzt wirklich hier unten lang. Es fehlt noch ein Schalter. Ja, ja, genau. Wir hatten ja hier eben gerade, sind wir ja umgedreht. Ich glaube, da müssen wir jetzt lang. Bist du dir sicher? Ja. Und sonst können wir ja noch mal umdrehen. Bist du denn? Ja, da bin ich ja eben lang gegangen. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Weil ich glaube, jetzt kommen wir hier zu dem Bereich, wo man den Schalter öffnen kann. Yay, Barriere geschlossen. Geöffnet. Ja, und jetzt kommen wir wahrscheinlich genau auf der anderen Näpfchen. Seite. Ja, genau. So, war hier noch was drin? Nö. Jetzt müsste ja das Tor dann aufgegangen sein. Yes.
Wow, das war die erste Dungeon-Ebene. Oh, reparieren. Cool. Kannst du mir erklären, warum hier alles voll mit Kacke ist? Mm-mm. Vor allem, hier sind doch nur Skelette unterwegs. Auch Skelette müssen wir aufs Scheißhaus. Ja, die machen die anderen Haufen hier. Das sind die Haufen hier. Was macht denn die Haufen hier? Obwohl, warte mal, ich hatte irgendwas im Hinterkopf. Das war die Plasmapresse, ne? Besiege die einäugige Bestie. Dann ist das hier alles Zyklopenkacke. Toll. Oh Gott. Also, das war so ungefähr die geplante Größe von der Gruft dann. Du wolltest aber schon noch fertig werden irgendwann damit, ja? Was? Definitiv wird das nicht die Größe sein. Toll, jetzt hast du es angeteasert und dann hältst du es auch nicht. Ja. Also ehrlich. Weiß ich ja jetzt nicht, was ich davon halten soll, außer Abstand. Unten ist übrigens alles voll mit Ratten. Och nee. Au, au. Hilfe, Hilfe. Ich möchte gerne da hoch. Spiel bitte. Spiel bitte. Lass mich. Keine Zeit. Brauchst du Unterstützung? Sag mal, kommen die irgendwie immer nach? Das kann sein. Mäh. Ja, ich glaube schon. Könntest du mich retten kommen? Na klar. Ich bin in Kacke untergegangen. Ich hol dich sofort. Schön am Kacke tauchen. Einmal umrühren, bitte. Ja.
Ekelhaft. Weil wenn man gefühlt einmal in diesem Kackeloch hier unten ist, kommt man auch nicht mehr raus. Mhm. Den Stein noch mal gefunden gehabt. Oh, nice. Oh, ich habe eine Truhe. Hier unten gibt es auch Gänge, die woanders hinführen. Hey. Ja, in einem so einem Nebengang war das Steinchen. Nice. Ich habe einen Streitkolben gefunden. Wow. Oh. Hier ist eine Höhle für dich. Oh ne, mit Spinnen, oder? Hm. Oh, so bis oben hin voll. Ja, dann viel Spaß. Hab ich. Oh, da drüben. Lass uns durch. Ist das Ding immer noch nicht fertig? Nee. Oh, sehr nervig. Oh. Ja. Aber ich sehe es hier auch nicht mehr leuchten. Ich habe noch einen gefunden. Weil das war ja dann immer noch nicht alles. Weil das stand ja nicht Barriere aufgehoben. Nee. Ja. Es fehlen noch zwei. Aha. Yes.
Ja, dann ist das wahrscheinlich jetzt irgendwie, springt das immer zwischen den Seitengängen hin und her dann. Okay, das ist maximal nervig gestaltet. So, dann gucke ich mal hier in der Fledermaushöhle. Oh mein Gott, ich hatte recht. Nein! So knapp vom Ziel doch gescheitert. Ja. War das denn bis jetzt auch in Höhlen, die wir schon durchsucht hatten? Das weiß ich nicht. Also in den Höhlen, wo ich drinne war, waren auch jedes Mal Gegner drinne. Ja, nur da brauche ich in die eine Höhle, wo ich eben drin war, nicht reingehen, wo die Ratten drin waren. Also eins fehlt auf jeden Fall noch. Ja, habe ich gefunden. Ist in der Spinnenhöhle, die ich aufgeräumt hatte. Okay, cool. Da darfst du dann alleine reingehen. Für den Fall, dass da nochmal... wenn ich das bei dir im Stream schon sehe. Ekelhaft. So, jetzt müsst du befreit sein. Jo. Bei mir fallen hier auch gerade die ganze Zeit die Pflanzen um, sobald man in den Renderbereich reinkommt. Oh, wow. Gott sei Dank. Endlich. Ich hab da Freunde mitgebracht. Ich repariere nur mal eben. Ja. Das ist das Gute bei meinem Stab, der verliert keine Haltbarkeit, wenn ich den benutze. Was? Ja. Voll gut, oder? Wow. Ja. Meine Güte, das waren ja gerade auch zum Glück überhaupt nicht viele Gegner oder so. Nö. So, wo sehe ich denn nochmal mein Level eigentlich? Ich glaube N. Oder? Ach da, Stufe 15 habe ich jetzt erreicht. Also eben schon.
Das zweite kannst du haben, da ist ein Bogen drin. Nee, jo. Oh. Nice. Hilfe! Das war stressig. Ja. Also, irgendwann müssen wir auch noch das erste Dungeon. Weißt du noch, wo dieser lange Saal war mit den unendlichen Massen an Gegnern? Boah, nicht mehr wirklich, nee. Da müssten wir eigentlich mal den Mod, nicht den Mod, sondern die Schwierigkeit so einstellen, dass irgendwie ein paar mehr Gegner gespawnt werden. Oh. Irgendwie so das Zehnfache oder so. Hilfe! Da sind so ein paar Spinnen. Ich bin mal oben lang. Ein fucking Paar? Aha. Und so mehrfach. Das war auf jeden Fall die Untertreibung des Jahrhunderts. Oh. Oh, come on, ich bin gestorben. Oh. Ich hätte keine Ausdauer mehr. Das ist schlecht. Ich bin nämlich oben lang gerutscht. Ich will nicht gliden. Ich will auch nicht durch die... Wow. Wow. Ja. Was zur Hölle war das denn jetzt? Ja, das frage ich mich auch. Oh, cool. Und man verliert trotzdem seine ganzen Sachen. Das, nervig. Hm. Ja. Ist das die richtige Richtung? Ja, jetzt müssen wir nach rechts. Oder? Jetzt ist halt auch mit dem Sprinten und so ultra nervig. Ja. Hier kannst du übrigens oben lang. Oh. Oh, Gott sei Dank. Hast du dein Zeug auch bekommen? Mhm. Ich
Ich muss mal einen kurzen Zwischenstep einlegen, weil ansonsten komme ich die Wand nämlich mit der geringen Ausdauer nicht hoch. Okay, wenn hier runtergerutscht wird, ne? Mhm. Überall, wo Säure ist, sind Löcher im Boden. Und links musst du gleich einen Haken verwenden. Was? Oh Gott, das ist mir auch passiert. Ja. Ich lebe noch. Ich auch. Hier wäre nämlich so ein Haken gewesen, der da nach oben geführt hätte. Oh. Ich weiß aber nicht, was da ist. Oh, Truhe. Oh, die Wände will ich haben. Zaubererstiefel brauchst du nicht mehr, ne? Nee. Okay. Die nächste Stufe für mich wären jetzt die Erzmagier-Sachen. Na, okay. Muss ich mir... Oh, Suhut! Hilfe! Hast du die Tür aufgemacht? Die ging von alleine auf. Oh, super. Oh, Truhe. Oh Gott. Ich würde dir ja gerne helfen, aber... Alles gut, alles gut. Ich und meine Lakaien machen das schon. Okay, gut. Nächste Reparaturstation gefunden. Ich bin schon da. Ja. Hier ist wieder sehr viel giftiges Zeug. Mhm. Und bloß nicht dagegen kommt, das setzt übrigens vollständig deine Ausdauer zurück. Alter, ist das nervig. Hm. Oh, hier geht's nach unten. Oder wollen wir erstmal die große Truhe öffnen? Tür, nicht Truhe. Tür. Gegner. Ja, ich komme. Zu spät.
Ich bin noch nicht ganz gewohnt, dass die Gegner tatsächlich umfallen, wenn ich mit drauf haue. Weil das war bis eben noch nicht der Fall. Kann ich nachvollziehen. Das war auch ein sehr großer Unterschied, als ich die anderen Waffen bekommen habe. Hm. Zuschauer, ich drück dir die Daumen. Ich auch. Also imaginär, weil ich brauche meine Daumen zum Zocken. Nö, das geht aktuell auch ohne. Hier ist ein Schwert für dich drin mit 32 Kraft. Ja, ansonsten ist hier nicht so viel. Core Performance Boost ausgeschaltet. Oh. Das ist voll nervig hier. Achtung! Ich habe endlich auch AOE-Damage. Sehr gut. So, scheint ein Problem der 5900er-Serie zu sein. Okay. Wie gesagt, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Willst du irgendwelche Zauber haben? Nee, brauche ich eigentlich nicht. Das Einzige, was ich wirklich brauche, sind Mana-Tränke. Oh, ich habe dir gerade welche geschenkt. Jo, habe ich gesehen. Dankeschön. Ja, und Knochen habe ich gerade mal einen Haufen gelöscht. Ja. Ja, stimmt. Das könnte ich auch mal machen. Nee, weil die ganzen Zauber, da habe ich ja mittlerweile die ewigen für. Ja. Ansonsten würde mein Inventar nämlich doch sehr, sehr voll sein. Oh. Die kannst du auch straight up löschen. Okay. DMP war es eindeutig der... Na dann... Was sagt denn die Temperatur von der CPU? Also der Typ, der hier wohnt, muss miesen Durchfall haben. Oh Gott. Die explodieren und verlieren Kacke. Ja, ich glaube, hier hat alles ein bisschen Durchfall. Hm. Oho.
Oh, rote Marmorblöcke. Nice. Brauchst du... Doch, kannst du bestimmt zumindest zum Aufhängen, weil es geil aussieht. Da muss ich mal gucken, ob ich die schon habe. Mhm. Oh, ich hoffe nur inständig, dass der Kampf beim Endboss nicht auf so einer Etage hier stattfindet. Mhm. Ich glaube, dann kotze ich hier im Strahl. Das wird doch richtig Spaß machen. Du bist ein schlechter Lügner. Mhm. Ich bin aber gespannt, was diese Presse bringt, die wir jetzt ja irgendwie freischalten sollen. Mhm. Ja, das ist wieder so ein Tor, wo wir Steinchen jagen müssen. Doof. Aber nur einen. Oh, dieser Ausdauermangel andauernd. Grauenhaft. Ja. Ich hab den Zyklopen gefunden. Okay. Oh Gott. Wie gesagt, die Viecher, die grünen Viecher sind eindeutig schwerer als die Bosse. Mhm. Oh. Also irgendwie müssen wir jetzt nach unten. Ah. Einfache Lösung. Was? So. Achso. Oh. Oh. Riesenknochen. Mhm. Und hattest du irgendwie so ein Artefakt bekommen? Dunkler Kristallwuchs. Das war Medium Hallen der Erloschenen Artefakt. Ah, super. Das sollen wir nämlich als Display darstellen. Ja. So. Auf nach Hause. Ja, das wird auch die letzte meiner Taten heute gewesen sein. Weil wenn morgen auch nur halb so anstrengend wird wie heute vom Arbeitstag her, bin ich froh, wenn ich gleich ins Bett gehen kann. Oh. Ja, heute war ganz, ganz toll. Also ich hatte wirklich nicht mal Zeit, kurz was zu trinken. Was oh, das weißt du, was wir noch machen müssen? Hau raus. Warte. Du musst noch den Dingsens präsentieren. Ja. Oh, der sieht
Der sieht fancy aus. Der sieht halt echt richtig, richtig fancy aus. Oha. Warte, guck mal hier. Der sieht richtig nice aus. Ja. Ich glaube, es ist ganz gut, dass ich das Haus, was ich bauen wollte, noch nicht angefangen habe bei den ganzen Blöcken, die wir jetzt in der Zeit dazu bekommen haben. Mhm. So, und für den Block brauchen wir rote Marmorfragmente, die man nur aus Dungeons bekommt. Ja, davon habe ich gerade 48 im Inventar. Oh, das geht ja noch. Oh, meine Fresse. Was schmeißt du denn da rein? Müll. Oh. Den du dann wieder zusortieren darfst. Warum denn nur? Einfach so. Oh, ja. Gut, super. Ich werde mich von dann machen. Ich bin ultra müde. Mhm. Und ich habe übrigens schon nach 1,5 Monaten das erste Mal eine böse E-Mail verfassen müssen. Oh. Es hat nicht so lange gedauert. Und wieso denn das? Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern schon mal erzählt hatte. Bei dem Breitbandrohr, bei dem Hauptkabel sind ja ganz viele verschiedene kleine Leerrohre in einem großen Verbund drin. Also entweder 24 oder 12 und die haben halt alle unterschiedliche Farben. So, und jede Farbe ist einem bestimmten Haus zugeordnet. Die habe ich dem Dienstleister mitgeteilt und der hat halt einfach andere genommen und jetzt sind Doppeltbelegungen drin. Ja, das hattest du erzählt. Ja, und dann habe ich denen heute geschrieben, dass, dass das erstmal so nicht geht, weil hat man ja gesehen, wir haben jetzt zwei Häuser, die doppelt belegt sind. Die müssen die jetzt auf ihre Kosten wieder aufmachen und umverbinden und die falsch durchgeschnittenen Röhrchen wieder durchverbinden, damit man da halt die weiter nutzen kann. Und ich habe denen gesagt, dass es für die Baustellen kein Geld gibt, bis das nicht erledigt ist. Also für das, was die da vorher quasi gemacht haben, kriegen die ja noch Geld. Das kriegen die halt nicht, bis es nicht fertig ist. Ja, aber das ist ja ganz normal. Ja. Da wird der Dienstleister nur ein bisschen unglücklich wahrscheinlich sein. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist mir relativ egal, weil wenn die einfach tun und lassen, was sie wollen und uns nicht Bescheid sagen, haben wir halt unfassbar Chaos hinterher drin. Ja, das und es muss wird ja doppelte Kosten und. Also. Ja, zumal, das hatte ich ja gestern auch schon erwähnt, wenn die mal einfach eine andere Farbe nehmen, die aber schon eingeblasen ist mit der Faser, dann haben wir große Probleme. Ja. Da bin ich mal gespannt, ob ich morgen eine Antwort auf die E-Mail kriege oder ob die jetzt einfach machen. Und ich habe denen den Plan mit den Farben nochmal zugeschickt. Aber die also wenn die von uns einen Plan kriegen, aus der Planung an sich, dann stehen da nur Zahlen hinter, aber die haben die entsprechende Tabelle mit den, was die Zahlen quasi bedeuten, also welche Farben die darstellen. Dann habe ich erst gedacht, dann kann es vielleicht daran gelegen haben, dass die sich, keine Ahnung, dass sie das mit den Farben und den Zahlen einfach nicht geschissen kriegen. Aber die haben auch an Stellen andere Farben genommen, wo ich explizit die Farbe hingeschrieben habe. So, und dann frage ich mich halt, woran es gelegen hat. Und dann rufen die auch nicht mal an. Es kann ja immer sein, dass was nicht durchgeht, aber ja. Dann erwarte ich von denen, dass sie mich anrufen und mich fragen, welche Farbe die stattdessen nehmen können. Nein, machen einfach. Ja, um damit maximalen Stress zu verursachen. Ja. Ich habe das Gefühl, bei denen lief das so ene mene mu und raus bist du wirst jetzt genommen und durchgeschnitten.
Ja. Kommt mir bekannt vor. Hier macht auch jeder, was er will. Na gut, dann wünsche ich dir einen wunderschönen restlichen Abend, noch einen angenehmen Stream und dann bis morgen in alter Frische hoffentlich. Ja, bis hallo, morgen hallo, und gehabt dich wohl. Ja, und dann. Und erhol dich gut. Oh ja, werde ich. So, bis dann. Ciao, bis ciao. Dann, ciao. Hallo, Lala. So. Eingebettet unter den Nomadenhöhen. Oh, mein flammenberührter Freund, die Erloschenen flüstern deinen Namen im Dunkeln der Nacht. Marmorsäulen verbergen ihre Schrecken. Reise zu den Nomadenanhöhen und verbreite ihre Angst wie ein Lauffeuer. Diese Aufgabe wird mühsam sein. Mach dich bereit. Über den Sommer. Ich bin schon lange dabei, Jungs. Junge, es gibt nicht mehr viel, was mir Angst macht und der Sammler ist da nichts anderes. Ein starker Verbündeter, egal welches Geheimnis er verbirgt. All das Gerede über den Schleier, über das Leben und Tod, kann denn jemand aus dem Seelenjenseits zurückholen? Ich würde jeden Preis bezahlen. Soweit Jans gut, nur total kaputtmüde, sag ich mal. Und das liegt eher dran, weil ich direkt vorm Stream Blutspenden war und das macht sich irgendwie gerade bemerkbar. Aber sonst gut. Waren es nur 15. Nee, ganz normale Blutspende und ja. Ist halt ein bisschen, fühlt man sich halt schlapp. Also ich jetzt aktuell. Ja, Lala, ich versuche daran zu denken. So. Nur, das ist halt den ganzen Tag über. Muss ich nicht dran denken.
Ja, also trinken tue ich gerade die ganze Zeit und essen muss ich noch. Ich habe nur vorhin beim Spenden was gesnackt. Ja, Lala, was ist denn? Oh, so viele neue Quests dazugekommen. Nee. Ich hatte letztens auf 100 und nach 5 Mal geht das echt auf den Sack. Deswegen ist das jetzt auf 500, was ich preislich immer noch relativ in Ordnung finde. Weil die anderen Sachen sind ja ein bisschen teurer. Zuschauer, viel Erfolg. Aber ich würde jetzt für heute Schluss machen, weil ich jetzt gerade nicht weiß, was ich noch machen soll. Und ich muss morgen auf die Arbeit fahren, leider. Deswegen aber nur zum Glück ganz kurz. Aber für heute würde ich dann auf jeden Fall erstmal reinhauen. Weil ich merke langsam, wie ich echt hart kaputt werde. Und... ja, das bringt nichts, wenn ich hier nur so rumgammle, sag ich jetzt mal. Ja, aber morgen werden wir uns dann weitere Sachen angucken. Zum
Beispiel die ganzen Quests, die wir heute freigeschaltet haben. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und ja. Gott, sieht das krank aus. Also, dann wünsche ich eine gute Nacht. Bis morgen in Old Freshness. Und dann gucken wir uns da einen Haufen Quests an. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also, macht es gut, macht es besser. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine angenehme Nacht, guten Hunger und bis morgen 18 Uhr. Tschüss und auf Wiedersehen. Ciao.